Willkommen zu diesem Video. Heute soll ich hier alles mit einem guten Ton drehen. Video ist für mich so viel Neuland wie das Internet für, naja, ihr wisst schon. Ich lerne daher bei jedem Video neu dazu und möchte gerne meine Erkenntnisse mit euch teilen. Nach meinem Video über mein Fotostudio kamen einige gute Verbesserungsvorschläge. Einer davon betraf den Ton. Und Ton ist genauso wichtig wie ein gutes Bild, wird aber meistens eher vernachlässigt. Ich habe mich daher gefragt, gibt es eine günstige Methode für diese Art von Videos? Lasst es uns herausfinden. Bisher nutze ich das VideoMic Pro von Rode. Das ist ein Shotgun-Mikrofon, also ein Richtmikrofon. Und ich habe es mir gekauft, weil, nun, fast jeder Vlogger setzt es ein und man sieht es irgendwie überall. Daher kann es ja nicht so verkehrt sein, oder? Ich habe also 180 Euro investiert und mir dieses Mikrofon zugelegt. Okay, wie nutze ich also dieses Mikrofon? Bisher stecke ich es auf die Kamera auf, stöpsel es in die Kamera rein und nehme den Ton so raus, wie er kommt. Ich bearbeite den Ton nicht, obwohl ich es wahrscheinlich müsste, um die optimale Tonqualität herauszubekommen. Ein Vorteil dieses Mikrofons ist, dass es alles abdeckt, in welche Richtung es zielt. Das bedeutet, dass ich mich hier mit mehreren Personen vor der Kamera befinden könnte und wir würden alle ungefähr gleich laut klingen. Je nachdem, wie weit ich mich von dem Mikrofon entfernt befinde, ist es unterschiedlich laut. Das heißt, es klingt anders, wenn ich mich hier befinde. Oder wenn ich mich hier befinde. Oder wenn ich mich hier befinde. Die Tonqualität ist jeweils eine total andere. Okay, in diesen relativ kontrollierten Umgebungen wie diesen Raum hier, was wäre denn die Alternative? Eine andere Art von Mikrofon, die man immer wieder sieht, sind diese kleinen Lavalier-Ansteckmikrofone. Als Produkt wird hier immer gleich das Rodelink Filmmaker Kit genannt, was aber gleich wieder 350 Euro kostet. Was macht dieses Kit denn so teuer? Das Mikrofon vielleicht. Höchstwahrscheinlich ist es aber eher die Funkeinrichtung zur Signalübertragung über weitere Distanzen. Für Videos, die sich hauptsächlich in Innenräumen in 2 bis 3 Meter Entfernung zur Kamera abspielen, wäre doch eine kabelgebundene Lösung optimaler, oder? Also habe ich bei Amazon geschaut und mir für 19,95 € dieses Lavalier Ansteckmikrofon gekauft. Und das klingt so. So, der Vorteil dieses Mikrofons ist nun, dass ich mich relativ frei bewegen kann. Ich kann nun hier hinten stehen oder mich auch umdrehen. Von der Kamera wegdrehen, etwas zeigen oder hier vorne stehen, völlig egal. Mein Mikrofon befindet sich hier und deswegen bin ich immer gleich laut. Für knapp 20 Euro ist das doch eine lohnende Investition, oder? Anstatt dieses Mikrofon nun direkt in die Kamera zu stöpseln, hätte ich auch ein externes Aufnahmegerät verwenden können, zum Beispiel ein Handy. Dann muss man allerdings den Ton im Post-Processing wieder synchronisieren. Das klappt, indem man vorher ein Peak-Signal schafft, zum Beispiel indem man diese Kameraklappen simuliert, indem man miteinander klatscht. Die Nonplusultra-Lösung wäre nun, wenn ich dieses Mikrofon mit einem externen Aufnahmegerät benutze und gleichzeitig das Richtmikrofon in die Kamera eingestöpselt verwende. Der Vorteil wäre dann, ich hätte immer eine Tonspur auf dem Video, die relativ gut klingt, und eine alternative Tonspur mit gutem Sound. Man kann die Tonspuren danach natürlich auch noch mixen, sodass man etwas Umgebungsgeräusche durch das Richtmikrofon rauf hat und das Gesprochene sehr klar. Aber für mich ist es momentan noch zu kompliziert. Ich möchte es gern einfach direkt in die Kamera stöpseln, der Ton ist dann direkt im Video drin und ich habe keinerlei Probleme damit. Es gibt also viele weitere Optionen, wohin man dann gehen kann, aber die Hauptsache ist, mit 20 Euro hat man eine gute Grundlage gelegt. Und was meint ihr? Welches Mikrofon klingt nun besser? Kann ich noch irgendwas anderes ausprobieren? Habt ihr noch irgendwelche Tipps? Lasst es mich wissen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da. Wenn ihr noch keine Abonnenten seid, dann abonniert doch einfach den Kanal und ihr verpasst keins dieser Videos mehr. Okay, das war's. Bye!